Mach. Geht los? Ja. Hi, ich bin Daniele Ritze und ich spreche einen Nachwuchsagenten in Spione Undercover. Wir gehen jetzt zurück an 100. Ich muss jetzt total professionell werden. Wir gehen jetzt zurück. 168 war das, ne? Sehr gerne, Chef. 135. Ich krieg das hin, Steven, wenn du das siehst. Ich bin ein ganz großer Fan von dir, wie man in diesem Film sieht. Große Szene. Das ist mein Durchbruch. Lance Starling. Wir Italiener sind ja dafür bekannt, dass wir nie irgendwas mit unseren Händen machen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt großartig viel gestikuliere oder so. Aber ich schaue mir immer die Szenen an und in diesem Fall konnte man wirklich die Sachen, die da passieren, nachspielen. Und das habe ich auch gemacht. Und das merkt man auch, dass man dann auch besser in die Stimme kommt, als wenn man da so steht und sagt, oh mein Gott, jetzt fällt der Stein. Oder ist natürlich besser, als wenn man da steht und anfängt zu schreien. Also ich glaube, ich bin eher jetzt mal der ein bisschen körperlichere Typ. Okay. Und ich halte die Hand von meinem besten Kumpel. Take is da. 166. Gut. Mein Satz ist, darf ich sie anfassen, oder? Oder davor, ja, ne? Später. Erstmal machen wir guten Morgen, Sir. Good to see you. Good morning, Sir. Fellas, give it to me. Habt ihr gehört, das war Englisch. Jetzt komme ich. Guten Morgen, Sir. Das war schon super, wir brauchen technisch noch einen, bitte. Ach so. Das ist eine Ausrede vom Regisseur, wenn das wirklich super schlecht war, sagt er, wir liefen nicht, wir müssen es nochmal machen. Aber du warst super. Guten Morgen, Sir! Guten Morgen, Sir! Schön. Lance Starling, ein legendärer Spion, immer wie aus dem Ei gefällt. Wer will nicht Agent sein und wer will nicht der beste Agent sein? Ich bin es halt leider nicht. Ich habe dafür nicht die Qualitäten, die man so haben muss. Mein Handkantenschlag ist ganz, ganz schlecht. Und das ist sich, glaube ich, auch die Figur auch bewusst. Und ich will, wie gesagt, nicht so viel verraten, aber mein Kollege, der darf mal hier so Fistbump mit Lance Starling machen und dann bin ich total hin und weg. Ich denke mir so, ey, wasch dir nie wieder diese Hand. Die Hand darfst du nie wieder waschen! Super! Das macht er jetzt nur für euch. Normalerweise, wenn die Kamera gleich aus ist, muss ich es noch 120 Mal machen. Jetzt sagt er super. Nur für euch. Aber ich fühle mich auch gut. Walter Beckett, Abschluss am MIT mit 15. Arbeitet im Techniklabor. Es gibt so viele Geräte, die ich im Einsatz testen will. Zum Beispiel die aufblasbare Umarmung. Das ist so eine Art Körperschutzvorrichtung, die ich entwickelt habe. Das ist eine äußerst widerliche Vergeudung von Steuergeldern. Ja! Die Hand darfst du nie wieder waschen! Ich wurde ja auch angefragt, Lance Starling zu sprechen. Aber ich habe dich vorgeschlagen. Das passte besser. Du siehst im Anzug besser aus als ich. Stellen Sie sich vor, ich könnte Sie verschwinden lassen. Und man verwechselt dich auf der Straße auch oft mit Will Smith. Mich nicht. Mich eher mit The Rock. Wegen der Größe. Hey Lance, sehen Sie mich an. Dich ansehen? Ich kann meinen Hintern und dein Gesicht gleichzeitig sehen. Das ist so cool. Respekt. Ja. Darf ich Sie anfassen, ist mein Satz. Darf ich Sie anfassen? Darf ich Sie anfassen? Es ist so ein dickes Buch und ich bin auf zwei Seiten. Ihr könnt euch merken, wenn ihr im Kino sitzt und vor Freude schreit, ich komme ganz am Anfang des Films und am Ende. Das ist aber ganz am Ende. Das ist der Abspann? Nee. Hab's gefunden. Ganz alleine. Das ist eine Banane. Damit kann man telefonieren. Man hat dann direkten Draht zu Luke Mockridge. Luke? Hallo. Ja.
Genau. Wir sehen uns im Kino, ne? Ab Mittwoch, dem 25. Dezember. Genau. Ja, ich lade dich ein. Spione Undercover. Toller Film. Hast du nicht mitgesprochen? Tja, ich schon. Auf den ersten Blick ist es ein Einhorn, aber natürlich ist das unser Premium-Spionage-Gadget ein Laserschweißer. Auf ungefähr 5 Millionen Grad kann sich diese Spitze erhitzen. Sollte man aufpassen, wenn man es anfasst. Und dann kann man sich natürlich aus jedem Bereich rausschweißen. Übrigens, Tauben können in Zeitlupe sehen. Das war ja krass. Hat noch jemand eine, Taube gesehen? Ein roter Stift. Wenn man zweimal drückt, dann aktiviert sich eine Bombe, die nach 10 Sekunden angeht. Wenn man nochmal zweimal drückt, dann ist es deaktiviert. Und man darf halt nie in die Situation kommen, dass man vergisst, wie oft man gedrückt hat. Ich finde es super, super witziges Teil. Aber mir sollte man sowas auf jeden Fall nicht in die Hand geben, weil ich immer aus Reflex halt diesen Knopf drücke. Aber es ist eine richtig gute Waffe. Wie oft habe ich gedrückt? Bravo, Kimura. Sterling? Jetzt wird's gleich schmutzig. Also schöne Träume! Ich vermisse meine Hände. I gotta stay! Freut euch auf Spione Undercover ab Mittwoch, dem 25. Dezember, nur im Kino und natürlich auch in 3D. Und in gut. Walter, du drückst zu fest. Oh! Was im U-Boot passiert? Bleibt im U-Boot. Jetzt kommt raus, wie lächerlich klein meine Rolle ist.